Hallo und herzlich willkommen zum fantastischen Literaturtalk vom Verlag Trömer Knauer. Heute haben wir drei fantastische Bücher für euch. Einmal Narrenkrone von Boris Koch, wir haben Talos von Liza Grimm und wir haben Imperator von Kai Meier und von Lisanne Surburg. Als ersten Gast in dieser Runde möchte ich dann auch direkt schon den Boris Koch begrüßen. Mit dem möchte ich reden über die Narrenkrone. Boris, kommst du zu mir? Ja, gern. Hallo. Hi, Boris. Schön, dass das technisch so einwandfrei klappt und auch wirklich so schön und unkompliziert mit dir geklappt hat. Ich habe hier die Narrenkrone. Und ich war begeistert. Ne? Ich durfte ja schon reingucken und lesen, denn das gehört ja zu dem Talk mit dazu. Jetzt ist es ja ein Fortsetzungsroman von dir. Ja, genau, der zweite Teil zum Dornenthron. Ganz genau. Und es ist eine Märchenadaption. Das war für mich ein neues Feld, bin ich ganz, ganz offen, aber ich fand es sehr, sehr cool. Denn du hast aus, wirklich einer klassischen Märchenvorlage ganz, ganz viel gemacht mit extrem viel Charakterentwicklung, sehr, sehr vielen spannenden Charakteren und insbesondere auch 13 Hexen. Wie kommst du zu den 13 Hexen? Wie es zu den 13 Hexen kommt? Naja, das ist ja eine Dornröschen-Geschichte oder eine Adaption oder von Dornröschen zumindest inspiriert, hat dann so viele andere Einflüsse noch, dass man nicht allein von der Dornröschen-Adaption reden kann. Aber dort gibt es ja die 13 Feen, also 12, die geladen sind und die 13., die nicht kommen darf, weil zu wenig Teller da sind. Die Tellergeschichte habe ich ganz rausgeworfen, aber so kam halt aus 13 Feen wurden 13 Hexen, weil Fantasy ist alles größer, wie man so schön sagt, und da werden halt aus Feen Hexen. Und du hast diesen Kontext des Bezugs zum Märchen ja sehr, sehr konsequent durchgezogen, ne, im Buch und hast aber trotzdem Charaktere erschaffen, die auch ganz, ganz andere fantastische Anleihen mit bedienen. Wir haben zum Beispiel Prinz Aurel mit drin, wir haben Arlach den Narren mit drin. Ne? Sehr, sehr spannende Charaktere, die ja auch so ein bisschen gegeneinander stehen, ne? Ein bisschen miteinander in den Zwist treten. Wie kam es dazu? Möchtest du uns da ein bisschen Input geben? Ja, kann ich gern machen. Also die Geschichte ist ja, das ist ja bei Märchenadaptionen immer der Fall. Also du hast im Märchen ja eher archetypische Figuren und sehr einfache. Da heißt dann der König, der Prinz und das war dann alles, was ich über die Figur weiß. So, jetzt mal überspitzt gesagt bei einigen. Und die muss man ja mit Leben füllen. Und ich habe mir praktisch die Dornröschen-Geschichte geschnappt und habe gesagt, warum sollte da immer nur einer vor dieser Hecke sein, wenn dahinter die Prinzessin schläft oder bei mir eine Kaisertochter, ich habe gleich ein Kaiserreich ausgemacht, sondern es sind einfach mehrere, die versuchen hineinzukommen. Und wer will aus welchen Motiven das angehen? Das sagt also der Okalion mal, einer der Leute, ein Bastard des Königs, der nicht akzeptiert ist. Und er sagt es im ersten Band im Dornthron mal, wer ein Prinz ist, muss sich nicht durch Dornen schlagen, um eine Krone zu erlangen. Der kriegt seine Macht anders. Und drum sitzen bei mir andere Leute vor der Hecke, die Leute, die nur an ein Märchen glauben können, um überhaupt etwas zu erreichen. Das sind eben ganz unterschiedliche Figuren, die aus irgendeinem Grund alle mit dem Tiban, mit dem herrschenden König, der sehr tyrannisch ist, im Clinch liegen sozusagen oder ihn hassen, ihn absetzen wollen oder gegen ihn antreten wollen. Und sie wissen oder sie gehen davon aus, wir können es nur, wenn wir die Kaisertochter wecken und so selber Kaiser werden. Das ist unsere einzige Hoffnung. Jetzt, das versuchen dann mehrere Leute eben. Jetzt hast du tatsächlich einen meiner Lieblingscharaktere gerade eben mit aufgezählt, den Bastard des Königs. Okalion, ne? Und er ist ja auch tatsächlich derjenige, der so ein bisschen den Blick über den Tellerrand und die Alternative mit ins Spiel bringt. Wie kam es denn zu der Charakterentwicklung? Was hast du in diesen Charakter mit reingelegt? Das ist für mich einer der spannendsten Charaktere. Okalion ist also die Basis für Okalion war für mich, dass ich sage, in Märchen ist ja der, wie sagt man immer, Prinz Charming, also der Prinz als die Hauptfigur. Und das hieß, nachdem ich eine düstere Variante gemacht habe,
bin ich bei einem Königssohn, aber bei einem Bastard. Also die Alternative zum legitimen Sohn ist der Bastard. Und die Geschichte beginnt eben im Dornenthron, dass er eigentlich überhaupt nicht legitim ist. Nichts ist ihm gestattet. Aber wir haben ein Reich, in dem Dürre herrscht. Das heißt, die Leute hungern und kommen so nichts durch. Und es gibt den wilden Wald. Da darf nur der König jagen und seine Familie. Und das ist so ein Schlupfloch, das nutzt Ukalion aus und sagt seinem ganzen Dorf, jagt dort. Wenn ihr erwischt werdet, sagt, ich habe gejagt. Und auch wenn er nur Bastard ist, ist es so eine Rechtsgeschichte, wo er sagt, kein Richter legt sich mit mir an wegen irgendeinem erschossenen Reh. Da wird niemand versucht, dann vor Gericht zu definieren, ob ich legitim bin oder nicht. Das riskiert keiner, weil man auch nicht weiß, ob der König ihn vielleicht 3 Jahre später doch zu einem legitimen Erben ernennt. Und aus dieser Situation raus hat er also damals schon immer im Dorf, obwohl er eigentlich als Müllergehilfe gearbeitet hat, bei seinem Stiefvater, wenn man so will, also bei dem neuen Mann seiner Mutter oder dem Mann seiner Mutter, hat er den Leuten geholfen. Das heißt, er hatte immer seinen Namen benutzt, um zu sagen, okay, ich kann hier jemanden unterstützen, aber eigentlich war er Müllers Gehilfe. Und das Ganze geht ja dann einigermaßen schief. Und so beginnt seine noch größere Wut auf Tiban, die er schon zuvor hat, nachdem er Tiban seine Mutter geschwängert hat. Eine absolut richtig gute Charakterzeichnung, insbesondere bei diesem Protagonisten, was mir total am Herzen lag, auch beim Lesen. Jetzt haben wir natürlich auch noch den Prinzen Aurel. Ja. Na, dann der Prinz Aurel hat ja dann tatsächlich eine gegenläufige Charakterentwicklung, die du auch sehr, sehr schön mitzeichnest. Und dann haben wir immer noch den Narren mit im Spiel, was natürlich auch ein großes Gewicht mit erfährt. Da muss ich aber allerdings dabei sagen, du lässt ja über lange Phasen des Buches die Charaktere sich wirklich parallel und gleichwürdig entwickeln. Ne, so rund ein Drittel des Buches ist eine parallele Charakterentwicklung da und dann nachher, ohne viel verraten zu wollen, nimmt das Ganze Fahrt auf. Ne? Und gerade auch die Dynamik zwischen Prinz Aurel und Alach, dem Narren, hat ja auch ein großes Gewicht. Ja, die ist gleich im Prolog vorne angelegt. Und die fand ich spannend, weil die beiden sind verbunden über den Tiban, den König. Also der Arlak, der Narr, ist der Hofnarr und wurde früher gejagt, als hässlicher, als Krüppel beschimpft und wäre in den Gassen der Königsstadt fast unter die Räder gekommen, aber war so unverschämt zu den Leuten, die ihn verfolgt haben, dass der König ihn aufgenommen hat, damit er Hofnarr wird. Und vor diesem Hintergrund hat er auch mit Aurel zu tun, dem Sohn des Königs. Und der König ist so wahnsinnig besessen von der Frage nach Stärke. Also Macht ist bei ihm gleichbedeutend mit Stärke. Und die Stärke ist in seiner Familie dadurch, zeigt man dadurch, dass man ein Einhorn tötet. Weil das Einhorn ist das Unschuldigste, was man sich vorstellen kann. Wenn du das ohne Gewissensbisse machen kannst, hält dich nichts auf. Du hast Stärke pur, es gibt nichts, was dich im Zaum hält. Und er kann das und Aurel muss stark, kämpft sehr damit. Und das wird ihm als Schwäche ausgelegt. Und in dieser Konstellation, ob man Einhörner töten soll oder nicht, also wir sind ja alle vermutlich der Meinung, dass das nicht die netteste Handlung der Welt ist. Und auch der Narr ist sehr dagegen, aber in diesem Moment, wo Aurel gehen soll, um öffentlich das Einhorn zu töten, was der Prolog von Narrenkrone ist, wird dieser Konflikt zwischen dem Narren und dem Königssohn ganz deutlich gelegt. Vor allem auch, weil der König sagt, das ist der Tag meines Sohns, heute darfst du ihn nicht verspotten. Arlak darf spotten, wo er will, nur auf dieser Reise darf er den Königssohn nicht verspotten. Und wenn man ihm das untersagt, weiß er, der Königssohn eigentlich geht's bei Macht und Stärke, aber in dem Moment, dass der König seinen Sohn schützen muss vor den Scherzen, ist allen klar, dass ihm eigentlich die Stärke fehlt, dem Aurel. Und Aurel kämpft die ganze Zeit um die Anerkennung seines Vaters, weil ihm diese radikale Skrupellosigkeit
fehlt, was ihn aber auf gewisse Weise noch grausamer macht. Ja, die Verzweiflung macht ihn grausamer. Ne? Man hat ab und zu so ein bisschen Hoffnungsschimmer, ob der Charakter sich vielleicht noch dreht. Es ist eine ganz, ganz spannende Dynamik zwischen den einzelnen Protagonisten und Protagonisten. Du hast jetzt eben schon das Einhorn erwähnt. Das wollte ich auch noch aufgreifen. Das ist kein Standard-Einhorn, ne? Wie wir es sonst aus dem Bereich der Fantastik kennen. Ne, wenn ich so im ersten Moment an ein Einhorn denke, bin ich natürlich geprägt vom Film Das letzte Einhorn oder Ähnliches. Dieses Bild hast du verworfen. Ja, gar nicht so sehr verworfen, finde ich. Also ein bisschen, also ich meine, zum einen sind Einhörner ja aus den mittelalterlichen Ritterepen bekannt und als Symbol für das Gute. Und ich bin ein Riesenfan vom letzten Einhorn, aber tatsächlich vom Buch. Also ich halte das für eins der tollsten, schönsten und großartigsten Fantasy-Romane, die es gibt, weil es einfach Beagle kann Schönheit beschreiben, ohne kitschig zu sein. Und das ist großartige Kunst. Und den Film habe ich natürlich auch gesehen, ist auch nett, aber der gefällt mir auch, mag ich, aber ich mochte den Roman noch ein Ticken mehr. Und vielleicht ist es äußerlich ein bisschen anders, also es ist ja, ich habe auch versucht zu sagen, dass das Einhorn was Schönes ist. Es ist eine schöne Kreatur, aber eben kein rosa Spielzeug-Einhorn, sondern es sollte auch etwas von dem wilden Wald haben, in dem es lebt. Also Wild und Freiheit und der Gedanke darin zu sein, aber eben auch etwas, was einfach schön ist. Also die eine Verbindung mit ja, Schönheit, Ästhetik, also ohne jetzt so eine geleckte Schönheit zu sagen, sondern einfach dieses in der Nähe fühlt man sich erhaben, wie vielleicht in der Nähe, wie es manchen Leuten in Ruinen geht oder bei großen Bauwerken oder bei tollen Wesen. Wahrscheinlich, ich bin noch nie mit Blauwalen geschwommen, aber das stelle ich mir so ähnlich vor. Wenn da so ein Wal neben dir auftaucht, kannst du einfach nur sagen, wow. Und dieses Gefühl wollte ich halt bei dem Einhorn ein bisschen mitvermitteln. Das ist dir gelungen. Ich musste an den Mustang der Einhörner denken, jetzt nicht an den Wagen, sondern an den wilden Mustang, die wilde Schönheit. Das ist dir sehr, sehr gut gelungen in dieser Beschreibung. Und deshalb habe ich es auch tatsächlich mit erwähnt. Jetzt hast du noch einen Punkt drin, wo ich noch einmal kurz nachfragen muss. Ja. Du hast den Charakter des Levit im Buch mitverarbeitet. Ne? Und Levit macht ja eine unschöne Erfahrung. Aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Ja. Ja, mindestens eine sozusagen. Meine Aufgabe ist es nicht zu spoilern, das darfst du gerne machen. es muss wehtun. Nee, ist eine komplexe Situation. Levit ist ein Gladiator. Und weil du sexuelle Orientierung sagst, er ist schwul. Und das ist... wir hatten es im Dornenthron ganz am Rande erwähnt, schon angesprochen, in der Kultur des untergegangenen Kaiserreichs akzeptiert. Ja. In den späteren Königreichen, die daraus entstanden sind, unter anderem dem Königreich, wo jetzt Tiban herrscht, ist das nicht akzeptiert und gerade Tiban ist einfach ein homophober Idiot. Also man muss es so sagen. Und auch sein Vater durfte das mit angelegt haben. Der war auch der mit den Einhorngeschichten, sein Großvater. Also das kommt aus dieser Familie mit und unterstützt dann eine Entwicklung, dass man sagt, gleichgeschlechtliche Liebe ist nicht akzeptiert. Es wird in der Situation bei Levit noch extrem schlimmer, weil Levit sich mit einem jungen Mann aus einer Familie einlässt, die aufsteigen will, die also die Geld hat, aber in der Adelsschicht aufsteigen will. Und das heißt, die wollen eine Familie haben mit einem tadellosen Ruf. Das ist so etwas, was es in der römischen Kultur auch gab. Und ich berufe mich ja immer wieder auf Rom, wo man einfach sagt, eine Familie mit einem tadellosen Ruf. Welche Vorstellungen immer dahinter stecken sollen, die wollen das haben. Und nachdem er erwischt wird, mit Levit und das rauskommt, weiß diese Familie, dieser Ruf ist jetzt ruiniert,
unser Junge und dieser Gladiator haben es versaut, wir werden nicht aufsteigen, wir werden unsere Töchter nicht an adlige Geschlechter verheiraten können, um da diesen Aufstieg zu haben. Und daraufhin wird Levit oder werden die beiden gejagt. Levit kann aber entkommen, gezeichnet, halbes Gesicht verbrannt, aber er kann zur Not fliehen und flieht. Und da kommen wir eben zu dem Haupthandlungsort des Romans, nach Ikena, der Ruinenstadt, wo der kaputte Palast steht. Diese Stadt soll immer noch von Hexerei verseucht sein. Und Levit ist jemand, der sagt, okay, wo soll ich mich verstecken vor den Häschern des Königs? Und es ist klar, in der Ruinenstadt, wo eben noch alte Hexerei sein soll, traut sich eigentlich kaum jemand rein. Es sind in der einstigen Millionenstadt vielleicht 200-300 Leute noch, die dort in den Ruinen nach Überresten suchen. Und zu denen begibt er sich, weil er dort ja, sich verstecken kann und trifft dort auch einen neuen Partner. Und da das dort eine Kultur von Ausgestoßenen ist, dort ist er mehr oder weniger akzeptiert in seiner sexuellen Orientierung auch. Und drum haben wir ihn auch noch in Ikena dort. Und das war für mich halt eine Facette mehr, wie ja, der Tyrann mit Randgruppen umgeht, wenn man das mal so allgemein sagen will, oder Leuten, die nicht ganz seinem Ideal entsprechen, seiner Vorstellung von Kultur. Das war jetzt tatsächlich schon ein viel, viel tieferer Einblick ins Buch, als ich erwartet hätte und auch selbst überhaupt verraten wollte. Aber wirklich, es ist für mich einer der spannendsten Elemente mit im Buch. Und du hast tatsächlich im Buch ganz, ganz viele real-historische Bezüge mit drin. Ne? Also du hast eben gesagt, selbst du beziehst dich immer auf Rom, du hast real-historische Bezüge mit drin, genauso wie die Akzeptanz von Homosexualität in Rom, in Griechenland, in vergangenen Epochen, bis hin ne, nach der jetzigen, hoffentlich wieder etwas mehr aufgeklärten Gesellschaft. Und das finde ich extrem spannend. Wer sich dem Buch hingibt, erkennt das auch sehr schnell und kann diese Handlungsstränge auch wirklich gut genießen. Ich kann allen Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich nur empfehlen, ran an die Narrenkrone, genießt das Buch und vor allem lest mit Zeit. Und schaut auch wirklich alle verschiedenen Handlungsstränge unter historischem Kontext an und unter dem Kontext der allgemeinen Fantastik. Denn es gibt viele, viele schöne, vielleicht habe ich es auch überinterpretiert, Verweise und Interpretationsmöglichkeiten. Das Einhorn hat mich direkt an Harry Potter erinnert zum Beispiel. Was tun wir nun mit einem Einhorn? und ich habe das Buch sehr genossen. Ich danke dir an dieser Stelle. Möchtest du vielleicht noch eine Kurzzusammenfassung zum Buch geben am Schluss? Noch eine kurze Kaufaufforderung? Eine Kaufaufforderung hast du jetzt ganz schön und großartig gemacht. Ich meine, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Was soll ich jetzt sagen? Ich finde mein Buch toll. Also das funktioniert ja nicht. Und die Zusammenfassung, ich glaube, wir haben jetzt genug über die verschiedenen Details geredet und ich finde, das ist eins meiner Bücher, wo ich am schwersten eine Zusammenfassung hinkriege, weil es eben aus diesen verschiedenen Handlungssträngen besteht, die zusammengeführt werden. Aber wenn ich darüber rede, wie, dann verrate ich immer zu viel drüber. Drum, es sind zwei Bände, es ist abgeschlossen. Ich habe einen Anfang und ein Ende. Das ist auch schon viel wert in der Fantasy. Jetzt verrät er das auch noch. Danke dir für deine Fragen. Ich fand's großartig. Boris, wir sehen uns gleich wieder in der Abschlussrunde zum allgemeinen Talk. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich schon von dir, gell? Bis später. Bis dann. So, ihr Lieben, das nächste Buch, über das wir sprechen möchten, das ist Talus von Liza Grimm. Und an der Stelle würde ich dann auch direkt schon die Liza zu uns in den Talk rufen. Und dann reden wir über den wohl spannendsten Würfel der Fantastik. Das war jetzt aber ein Riesenkompliment. Hallöchen. Ich bin eh schon Hallo. So aufgeregt. Boris hier so voll eloquent unterwegs über Märchengeschichte und Anspielungen in die reale Welt. Und ich so, hallo, ich habe ein Buch über Hexen geschrieben, denn Hexen sind cool. Aber vielleicht nehmen wir das gerade als Brücke. Du hast eine neue Welt erschaffen. Denn das, was du über Hexen erzählst und vielleicht gebe ich dir dann jetzt auch gerade mal eine schöne Vorlage, um ins Buch einzusteigen, gab es in der Form noch nicht. Du hast tatsächlich neue Hexencharaktere geschaffen. Du hast neue Spielarten und
Zirkel erschaffen von Hexen. Möchtest du uns einen kleinen Einblick in diese Welt der Hexerei geben? Findest du, dass das so viel Neues ist? Das freut mich sehr. Auf jeden Fall, cool. Ja, ist ja immer sehr schwer, wenn man sich an so ein großes Thema, sage ich mal, rantraut. Boris hatte das mit den Märchen, ich hatte das mit den Hexen. Es gibt sehr viele Mythen über Hexen und ich wollte das so ein bisschen aufbrechen. Ich wollte das so ein bisschen moderner machen. Talos spielt in unserer Welt und es gibt verschiedene Perspektiven. Und eine Perspektive ist tatsächlich auch von einer Nicht-Hexe, die eben diese magische Welt unter Edinburgh entdeckt. Und die Idee zu dem Buch hatte ich, als ich dort im Urlaub war und die Vaults besucht habe. Das sind so verspukte Katakomben, eigentlich Keller, in denen irgendwie Weinfässer und so weiter gelagert wurden. Aber die Stadt versteht es ja sehr gut, Geistergeschichten als Touristenmagnet einzusetzen. Und wir hatten da einen Tourguide, die hatte sichtlich Freude daran, mir richtig Angst einzujagen. Also ich bin tatsächlich auch, ich habe die Tour weinend mit Panikattacke abgebrochen. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt und meinte, ja, so schlimm wollte sie es doch nicht machen. Und ich so, alles war schlimm da drin. Und dann dachte ich mir, aber weißt du was, wenn du einem echten Geist gegenüberstehen würdest, mein Fräulein, dann wäre aber hier der Ofen aus. Und das ist ja das, was Erin passiert. Sie hat den Glauben an Magie verloren, hat früher an Magie geglaubt. Jetzt ist sie dort als Tourguide unterwegs und dann steht sie halt eines Tages einem echten Geist gegenüber. Und das war so ein bisschen meine Rachefantasie. Ich kann es nicht schönreden. Okay, hier tun sich charakterliche Abgründe einer Autorin auf. Nein, du hast gerade schon eine der drei HauptprotagonistInnen angesprochen. Erin. Mhm. Ja, dann gibt es aber noch Lou und Noah. Ja. Dann musst du jetzt zu den beiden auch noch was erzählen. Ja, mir war es in dem Buch tatsächlich sehr wichtig, aus schriftstellerischer Handwerkssicht verschiedene Perspektiven zu haben, die verschiedene Aspekte der Welt beleuchten. Also wenn man ein Buch schreibt, oder zumindest ich überlege mir, okay, wie kann ich denn die Welt für jemanden nahebringen, der eine neue Welt, auch wenn sie in unserer existiert, nicht kennt. Dafür gab es Erin. Erin wird quasi alles erklärt, was die anderen schon wissen, was für sie selbstverständlich ist, konnte ich über Erin quasi transportieren. Okay. Dann gibt es Noah. Noah ist da der Sohn eines Ratsoberhaupts, eines Ratsmitglieds. Und über Noah konnte ich so ein bisschen die adlige, snobby Seite der Edinburgh-Unterwelt zeigen. Und Lou ist eben das genaue Gegenteil. Lou ist sehr unzufrieden mit den Machtverhältnissen, die in der Unterwelt herrschen. Denn in der Unterwelt gibt es verschiedene Zirkel, die nach Begabungen aufgeteilt sind. Also wenn man als Hexe oder Hexer geboren wird, dann hat man eine Begabung, die sich irgendwann in der Kindheit zeigt. Und dann ist man entweder ein Tarotleger, eine Kräuterhexe, eine Gebräuhexe oder gehört einem der vier Elementzirkel an. Und ganz oben stehen die Runenhexen. Und Lou ist eben eine Gebräuhexe und damit sehr, sehr unglücklich und versucht, Talos zu finden, um diese Begabung zu wechseln. Und damit tritt sie leider einen wirklich großen Scheißesturm los. Okay, ich merke, wir reden hier Tacheles auf jeden Fall. Einmal über die psychischen Abgründe einer Autorin und tatsächlich den Stein, der da im Buch ins Rollen kommt. Und Lou ist natürlich auch so ein bisschen unzufrieden mit sich, ne, und mit ihrer Rolle. Total. Also Lou schiebt sehr viele ihrer Probleme auf ihre Geburtsbegabung. Hat damit aber halt in weiten Teilen auch recht, muss man sagen. Also den Gebräuhexen geht es halt in der Unterwelt nicht gut. Die sind da so ein bisschen die Fußabtreter einer anderen Figur, die Teil des Tarotzirkels ist. Kaito, den trifft es ja auch sehr hart. Der ist auch quasi ein Outcast der Gesellschaft, obwohl er sehr gut ist in dem, was er macht. Lou ist halt nicht mal gut als Gebräuhexe, ne? Also es ist... Eigentlich kann sie nichts und sie denkt halt, wenn ich eine andere Begabung hätte, dann wäre ich gut, statt quasi mit dem zu arbeiten, was sie eben an die Hand bekommen hat vom Vortex. Du hast ein sehr, sehr schönes Abbild der Gesellschaft geschaffen, also unserer real existierenden Gesellschaft, und das in eine Hexenwelt transportiert. Denn auch bei Noah ist es ja so, dass er prinzipiell aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einem Zirkel gesellschaftlich keine große Akzeptanz findet, aber trotzdem öfter mal der Notnagel ist. Ne? Also wo
wenn man mal nicht weiterkommt, gehen wir zu denen, die keiner mag. Ja, wobei ich sagen muss, bei Noah kam im Nachhinein gesehen die Feministin in mir durch, weil eigentlich ist Noah ein Abbild toxischer Maskulinität, wie unsere Gesellschaft sie beschreibt. Also, aber er leidet darunter, ne? Also er leidet darunter, dass er das machen muss, dass er das mitspielen muss, dass er irgendwie er versucht ja sehr stark die Rolle zu erfüllen, die sein Vater in ihm sieht, bekommt es seiner Ansicht nach nicht hin. Beziehungsweise sein Vater sagt ihm ja auch immer, du bist irgendwie nicht der Nachfahre, den ich mir gewünscht habe, und Noah zerbricht daran ja so ein bisschen. Also genauso wie es tatsächlich eben Boris schon tat, erzählst du schon wieder mehr, als ich eigentlich herauslocken wollte. Denn bei Noah ist die Charakterentwicklung und die Charaktertiefe schon sehr, sehr prägsam. Wie hat sich der Charakter während des Schreibens für dich entwickelt? Weil als ich ins Buch eingestiegen bin, dachte ich zuerst so, der arme Kerl. Ja. So, und am Ende denkst du, Wirklich? Ja, schon, ich möchte jetzt nicht teasern, aber wie hat sich der Charakter für dich weiterentwickelt? Für mich war das komplett andersrum. Ja? Ich dachte mir am Anfang so, was für ein Idiot bist du eigentlich? Und am Ende dachte ich mir, armer Kerl. Ach, verrückt. Ja, also ich bin eigentlich eingestiegen mit, ich mache den jetzt richtig schnöselig. Vielleicht habe ich damals auch sehr viele Filme mit Heath Ledger geschaut und es war so ein bisschen mein Vorbild. Ne? Ich sehe den jetzt gerade ganz anders. Ne? Es tut mir leid, aber als ich Noah schrieb, dachte ich an Heath Ledger die ganze Zeit. Aus 10 Dinge, die ich an dir hasse, nur in Blond. Das ist für mich, das ist für mich Noah. Okay, ich werde nachher nochmal lesen und genau diesem Bild vor den Augen. Aber es ist sehr, sehr spannend, dass du das andersrum empfunden hast. Ich klaue dir aber jetzt gerade diese populärkulturelle Brücke und komme zu einem anderen Kinofilm. Denn du hast relativ zu Anfang einen Hinweis auf Harry Potter drin. Ja. Finde ich cool. Ja, das spielt ja in Edinburgh. Also ja. Da hat die Autorin sehr viel geschrieben, angeblich. Man weiß ja nicht, ob das immer alles so stimmt, was sich um Rowling rankt an Mythen. Und da dachte ich mir, das wäre eigentlich ganz passend. Finde ich cool, empfand ich als sehr, sehr angenehmes Easter Egg. Ne? Und es zieht sich auch so ein bisschen mit. Und außerdem muss ich an der Stelle nochmal ein Kompliment machen. Sobald du mit dem Lesen des Buches beginnst, tauchst du ab. Ah. Denn tatsächlich gerade die Ouvertüre ins Buch rein gelingt dir mit sehr, sehr viel schönen, umschreibenden Elementen, auch im Antiquariat. Du tauchst ein. Ne? Ja. Man riecht das Buch tatsächlich, das erwähnst du ja sogar textlich noch mit, ne? Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ne? Also tatsächlich dieses Mitnehmen, dieses Gewinnen der Leserin, des Lesers für das Buch, das ist dir sehr, sehr gut gelungen und da bin ich auch sehr, sehr schnell reingerutscht. Jetzt muss ich mal nochmal kurz zu diesem Würfel zurückkommen, ne? Der Würfel, mhm. Ne? Also ist im Moment anscheinend doch ein sehr, sehr starkes Element in der Fantastik, egal ob es jetzt der Tesserakt ist oder es gibt auch verschiedene andere Horrorfilmwürfel, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, aber tatsächlich hat der Würfel ja tatsächlich als ein Artefakt in dieser Hexenwelt eine ganz gewichtige Bedeutung. Ja. Möchtest du dazu was verraten? Ja, ich überlege gerade, wie ich spoilerfrei hinbekomme. Deshalb mache ich es nicht. Besser, wenn du das machst. Ja, es gibt Mythen, die sich um diesen Würfel ranken und ein großer Teil der Gesellschaft glaubt auch nicht daran, dass dieser Würfel tatsächlich existiert, weil er schon sehr lange verschollen ist. Talos wurde von einer sehr mächtigen Runenhexe geschaffen, die sehr stark der dunklen Magie verfallen ist, auch wenn es quasi die dunkle Magie in meinem Buch nicht gibt. Ich habe das sehr einfach gelöst. Ich habe einfach gesagt, es gibt eine dunkle Seuche und wenn man mit seiner Magie andere verletzt, dann stirbt man selbst, dann wird man von der dunklen Seuche befallen und ist hinüber. Ich habe das vor Corona geschrieben, es tut mir leid. Diese böse Hexe ist dann auch irgendwann eben gestorben an dieser dunklen Seuche und der Würfel ist mit ihrem Tod verschwunden und man weiß nicht so genau, ob er existiert, wo er sich befindet, aber es gibt eben Legenden, dass die Person, die den Würfel benutzt, ihren größten Herzenswunsch erfüllt bekommt.
Sehr, sehr schön und es war fast spoilerfrei, aber tatsächlich macht diese Geschichte rund um den Würfel wahnsinnig viel Spaß. Jetzt wollte ich die dunkle Seuche eben schon nochmal ansprechen, du bist mir aber zuvor gekommen. Entschuldigung. Ist diese, diese dunkle Seuche eine Strafe, wenn man gegen andere Hexen, Zauberer vorgeht? Ist es zu sehen als eine Strafe? Naja, man stirbt dann. Ja, aber ich möchte jetzt auch wieder nicht spoilern, ich überlasse es dir. Aber die Entwicklung der dunklen Seuche und die Erforschung der dunklen Seuche ist im Buch ja auch spannend mit drin, ne? Echt? Finde ich schon. Ich fand die Entstehung der dunklen Seuche richtig cool. Ich habe auch da ganz, ganz viele Parallelen gesehen zu tatsächlich so einer, ja, göttlichen Strafe oder irgendwas, ne? Also Natur gehandelt, das war für mich sehr, sehr gut. Ich mag solche bösen Zeichnungen. Du merkst, mir hat das Spaß gemacht vielleicht, Das ne? freut mich voll. Es tut mir jetzt auch voll leid, das zu entzaubern, aber es war wirklich einfach super, super lazy writing, wie jüngere Leute als ich sagen würden. Ich dachte mir, okay, wie sorge ich dafür, dass die sich nicht gegenseitig mit Feuerbällen abschießen? Die können es einfach nicht. Und dann ist das passiert. Mein Kopf macht manchmal komische Dinge. Es war für dich eine limitierende Regel, Ja. dass der Roman nicht völlig ausartet und plötzlich zu 10 Bänden führt. Ich weiß nicht, wer die Serie Avatar gesehen hat, aber wenn ich dieses Limit nicht reingehauen hätte, dann wäre das wieder Endkampf von Aang gewesen. So So, und irgendwie. jetzt hast du es gesagt und ich habe Ja. es mich nicht getraut. Tatsächlich dachte ich beim Würfel und der Kompetenz des Würfels auch ab und zu an Avatar. Ah, danke. War Ich das habe jetzt auch. ein Treffer? Es sind auch ein paar Avatar-Easter Eggs versteckt, aber mehr noch in Band 2. Ah, okay. Das und Doctor Who. Dann war ich nicht ganz daneben, bin ich total froh. Aber die Fantastik ist eine bunte Welt und ich finde es toll, dass du so viele Einflüsse mit reingenommen hast. Übrigens auch nochmal Kompliment ans Coverdesign, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch auf einen Satz zu sprechen kommen. Und ich möchte wissen, was dieser Satz für dich bedeutet. Oh Gott. Ohne Träume gibt es keine Hoffnung. Ja. Was bedeutet dieser Satz Der für von dich? mir? Ja. Ah, ja, der ist schön. Ich bin erstaunt. Ohne Träume gibt es keine Hoffnung. Ich denke, das ist was sehr Menschliches, wenn man nichts hat, was man sich ausmalt und wovon man träumt. Dann hat man auch eigentlich keine Hoffnung und mit der Hoffnung auch keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Also, wenn wir jetzt bei den Figuren bleiben, wenn Lou nicht davon träumen würde, eine andere Gabe zu besitzen, dann hätte sie keine Hoffnung und würde sich nicht bewegen quasi. Das wäre ja sehr langweilig. Ich meine, Also könnte ich auch schreiben, aber. wenn du es nochmal nachlesen willst, der Satz steht auf Seite 11 deines Buchs. Danke. Genau, und zwar, also mehr möchte ich nicht verraten, aber ich fand, du hast sehr, sehr viele schöne, bedeutungsschwangere Sätze mit verbaut. Und das ist einer der schönsten Sätze, finde ich. Und ja. Er hat mich auch an viele andere fantastische Begebenheiten erinnert, zum Beispiel an den Film Ready Player One, wo auch ein ähnlicher Satz mit drin Kenne vorkommt. ich gar Und nicht tatsächlich. Verdammt. echt? Den Film musst du mal gucken. Okay. Ich gebe dir einen Tipp, guck heute Abend den Film und lies danach dein Buch nochmal. Okay. Werde ich tun. Nee, aber sehr, sehr cool. Ich kann es wirklich allen Leuten, die tief in der Fantastik stecken, nur empfehlen, lest von Liza Krim Talos. Es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Es saugt euch auf und macht Spaß. Ihr werdet ganz viele Easter Eggs entdecken und ihr werdet bei jedem Easter Egg breit grinsen und euch fragen, habe ich jetzt recht? Und es macht richtig Spaß. Es ist eine für mich und da ein großes Kompliment, neu gezeichnete Welt der Magie und der Hexerei. Das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Kaufempfehlung, ran an den Speck und wir sehen uns später wieder in der Podiumsdiskussion. Bis nachher. Bis dann. So, ihr Lieben, und jetzt komme ich zu Imperator. Imperator haben geschrieben Karl Mayer und Lisanne Zurborg. Und die beiden möchte ich jetzt zu mir bitten. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ich halte euer Werk schon in Händen und ich muss sagen, cool.
hat Spaß gemacht, ne? Tatsächlich ist es eines der Bücher, bei dem mir die meisten Fragen durch den Kopf geschossen sind. Ne? Ich möchte vielleicht mit einer Frage anfangen. Wie kommt man auf die Jahreszahl 1965? Na, die meisten Leute fangen an und haben irgendeinen Roman 1800 irgendwas oder sonst was, aber 1965, wie kam der Jahresbezug zustande? Ihr müsst euch ja irgendwas dabei gedacht haben. Das hat einfach damit zu tun, dass dieser ganze Hintergrund, vor dem das spielt, also diese italienische Filmindustrie der ja im Grunde 50er bis 70er Jahre, dass die da einen Höhepunkt hatte, beziehungsweise da schon wieder so ein bisschen, also über diesen Höhepunkt eigentlich schon drüber weg war gerade. Und ich wollte das an einem Punkt ansetzen, und dafür müsste ich jetzt eigentlich den halben Roman erzählen, aber also das Hörspiel, also das zugrunde liegende Hörspiel geschrieben habe und diese Entscheidung halt getroffen habe, 1965, war es halt einfach so, dass ich gerne eben über diese abgehalfterten Hollywood-Schauspieler oder internationalen Schauspieler schreiben wollte, die zu dieser Zeit damals in Rom gedreht haben, also die in Rom alle so eine zweite Karriere gefunden haben. Und in den 50er Jahren waren das noch die ganz großen Stars, die dahin kamen. Und in den 60ern war das schon so ein bisschen wieder, da kippte das gerade so in die Richtung, dass dann eher so diese B-Movie-Leute auftauchten oder irgendwelche unbekannten Fernsehdarsteller wie damals Clint Eastwood, der erst ein Riesenstar wurde, nachdem er dann aus einer Fernsehserie nach Italien rübergewechselt ist und da plötzlich Western-Darsteller wurde und eben ein internationaler Star wurde. Vorher kannte den keiner. Und da gab es halt einige, die also wirklich dann da so gelandet sind und deshalb halt 1965. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, dass das Ganze ja auch eine politische Dimension hat, also dieser Roman. Der hat ja auch einen sehr, sehr ausgeprägten politischen Hintergrund, vor allen Dingen dann im zweiten Band. Und da brauchte ich quasi so die Anfänge der Hippie-Zeit, die Anfänge des Linksterrorismus, zugleich aber auch noch so das Ende der, oder was heißt das Ende, aber so so den ausklingenden Mussolini-Faschismus, der noch so halbwegs existierte zu dieser Zeit. Und deshalb war 65 einfach so ein Zeitpunkt, an dem das alles gleichzeitig existierte. Also an dem noch eben diese ganz starke, diese ganz starke rechte Fraktion da war in der italienischen Politik, zugleich aber der Kommunismus eben auch sehr, sehr stark wurde und eben dann eben auch schon diese Jugendkultur so ein bisschen losging. Also deshalb war das wichtig, das genau zu diesem Zeitpunkt spielen zu lassen und nicht 5 Jahre vorher oder 5 Jahre später. Das ist euch sehr gut gelungen. Ich habe ja nicht ohne Grund nach der Jahreszahl gefragt, ne? Denn die Komplexität des Werks an der Stelle zeichnet sich genau durch diese Frage schon ab. Ne? Also es ist ein sehr, sehr spannendes, groß angelegtes Spektrum an Einflüssen und es ist euch wirklich sehr, sehr gut gelungen, das sehr spannend und immer wieder neu und vielfältig zu verpacken. Aber fangen wir vorne an. Wir starten ja noch gar nicht in Rom. Ne? Der Roman beginnt nicht in Rom. Und trotzdem ist es euch gelungen, du hast eben gesagt Hippie-Zeit und das war auch genau das Gefühl, das ich da hatte. Ne? Wir fangen am Anfang an bei einer Wahrsagerin. Ne? Und dort ist alles schon sehr, sehr auf diese Hippie-Kultur mitgetrimmt. Ne? Also auch bildlich sehr, sehr schön beschrieben, ne? Wie zum Beispiel das Schild bei der Wahrsagerin gestaltet ist. Das ist euch sehr, sehr gut gelungen. Die Bildsprache in dem Roman ist stark. Wer hatte denn von euch beiden da mehr die Finger im Spiel? Naja, entstanden ist das Ganze, ja. Also der Roman ist entstanden aus Kais Skripten. Da bin ich dann auch erst dazugekommen. Und schon im Hörspiel wird ja unglaublich viel beschrieben. Also das war auch für mich super spannend, weil ich, als ich das gelesen habe, diese Skripte, noch nicht in Rom gewesen bin. Und trotzdem konnte ich mir sehr schnell alles vorstellen, wie das da so aussieht. Bestimmte Viertel hat er schon extrem beschrieben, so extrem detailreich und sehr, sehr schön, wie ich fand. Und für den Roman habe ich dann da einfach weitergemacht. Also am Ende ist es eine Melange geworden. Ja, ganz genau. Das ist euch hervorragend gelungen und gerade diese sehr schön beschreibende und impressive Schreibweise, das hat mir wirklich ein großes Lesevergnügen bereitet, trotz der Komplexität. Und
ich meine, ihr müsst zugeben, das Ding ist komplex bis zum Ende. Und das macht es auch wirklich sehr, sehr fesselnd und spannend. Denn ihr beschreibt ja eure Charaktere immer nur im Einzelkontext, nie im Gesamtkontext. Das fand ich so spannend. Wenn wir beginnen bei Anna, dann haben wir nachher den Palladio zum Beispiel mit drin. Ne? Und immer sind es Einzelaspekte, die zu dieser Gesamtmelange, zu dieser gesamtpolitischen und geschichtlichen Situation mit hinführen und immer nur einen Teilaspekt des Ganzen beleuchten. Das hat auch wieder mit der Vorgeschichte des Ganzen zu tun, also dass das als Hörspiel entstanden ist. Audible ist damals auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, für sie eine Urban Fantasy-Reihe als Hörspiel zu schreiben. Und bei Urban Fantasy dachte ich dann gleich so an Elfen und Zwerge, die durch New York laufen. Und das war irgendwas, was ich unbedingt nicht machen wollte. Und habe dann gesagt, ja, wie wäre es denn mit Rom und so weiter? Und der Hintergrund war aber vor allen Dingen auch, dass Audible sagte, wir wollen eine Serie haben, die wie eine Fernsehserie funktioniert. Also wie eine groß angelegte Fernsehserie, Netflix-Serie, HBO-Serie. Und das war eigentlich auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, also das ist eine Herausforderung, das möchte ich gerne machen. Und habe im Prinzip dann erstmal, bin da eigentlich tatsächlich rangegangen, als würde ich eine Fernsehserie schreiben. Und da hat man das natürlich auch ganz stark mit diesem, dass man über einzelne Figuren, ich meine im Roman natürlich auch, aber eben gerade in der Fernsehserie nochmal besonders, dass man einzelnen Figuren erstmal in Teilaspekte der Geschichte folgt und am Ende ergibt sich daraus, nicht am Ende, aber so nach der ersten, zweiten Folge, ergibt sich daraus so ein Mosaik aus Blickwinkeln auf diese Welt, auf diese Geschichte, auf diesen Hintergrund. Und deshalb hat das Ganze, also wie gesagt, so ein bisschen auch was von einer Netflix-Serie oder HBO-Serie. Und ich glaube, das merkt man auch im Roman noch, der ja auch sehr dialoglastig ist. Absolut. Genau deshalb diese Frage. Denn ihr beleuchtet so viele Einzelaspekte im gleichen Kontext. Und das ist euch richtig, richtig gut gelungen. Ihr habt aber auch Dinge mit drin verpackt, die tatsächlich wahnsinnig viel Würze mit reinbringen. Gesellschaftliche, anrüchige Themen, Geheimgesellschaften, die angedeutet sind über lange Anteile der Geschichte. Wir haben schwarze Messen mit drin, ne? Ihr spielt da schon ganz, ganz viel mit gesellschaftlichen Tabus, mit dem Geheimen und mit Tabus. Und das macht eine sehr, sehr spannende Mischung für mich aus. Sind das alles Tabus? Ich weiß es gar nicht. Lisanne, sind das kommt drauf an, wie du gestrickt bist. Wenn du wie ich vom Land kommst, ist das ganz, ganz großer, verrückter Kram. Es kann sein, dass das für Stadtkinder was anderes ist, aber ich fand es toll. Ich komme vom Land. Ich wohne immer noch auf dem Land. Also von daher. Ja, wir haben so ein bisschen diese, auch gerade durch Anna, die aus London kommt, haben wir da dann diesen Gegensatz in Rom, wo alles, wo zwar trotzdem auch viel, sagen wir mal, Lasterhaftes passiert, irgendwelche Orgien gefeiert werden, aber eben nicht hippiehaft, sondern eher so hinter verschlossenen Türen und Adlige sind beteiligt und das sollte lieber nicht nach außen dringen. Also es ist durchaus ähnlich in London und in Rom, nur dass es in Rom verboten ist, hinter Türen versteckt wird und in London relativ offen. Wir haben diesen Vergleich irgendwo drin. Nein, wirklich? Ja, London war ja zu der Zeit dieses berühmte Swinging-Land, also wo es wirklich hoch herging in den 60ern, während Rom im Grunde genommen noch sehr rückständig und in so einer Nachkriegsgesellschaft feststeckte, wo eben nur dieser ganze dekadente Schwung quasi durch diese Filmindustrie, durch die Kunstwelt und so weiter reinkam und natürlich auch so ein bisschen durch diesen alten Adel. Abgesehen davon, ich hatte für dieses Buch, ja, also bei der Recherche für das Hörspiel, hab ich mir natürlich sehr, sehr viel Literatur besorgt über die Zeit, über den Hintergrund. Ich habe hier, ich gucke nach da, weil das hier alles noch auf dem Boden gestapelt ist. Also ich schätze mal so 1,5 Kubikmeter Bücher, die da irgendwie stehen. Und da gab es ein Buch, und das ist ein kleines Taschenbuch, tatsächlich aus, ich glaube, von 1960 oder Anfang der 60er Jahre. Und das war nicht mehr leicht zu bekommen. Das quasi so ein Führer in das sündige, anrüchige Rom ist. Und da sind diese Dinge tatsächlich alle aufgelistet. Also es gibt ein ganzes Kapitel über schwarze Messen zum Beispiel.
Schickst du mir bitte nachher das Buch? Ich schicke dir ein Foto nachher vom Cover. Da ist das tatsächlich alles aufgelistet. Also angefangen wirklich über die Standards wie Bordelle und quasi die Vorgänger der Swinger-Partys und dieses ganze Zeug, bis eben hin zu diesen schwarzen Messen, was damals eben tatsächlich wirklich alles stattgefunden hat. Und dieses Buch bereitet das natürlich, also dieses Sachbuch bereitet das natürlich alles ein bisschen, ja, sensationslüstern für den, ich denke mal, amerikanischen Touristen auf, der nach Rom kommt und glaubt, dass er da jetzt irgendwie das ganz, ganz wilde Leben vorfindet. Aber es ist natürlich trotzdem total interessant. Also gerade diese Aspekte dann wirklich mal so real verpackt wirklich zu lesen und zu sehen. Und deshalb war es wichtig, dass diese Dinge da reinkommen und auch nicht auf eine Art und Weise beschrieben sind, die halt völlig übertrieben sind, sondern die schon so ein bisschen an dieser realistischen Ebene dranbleiben. So ein bisschen der Tabubruch im rechten konservativen Milieu an der Stelle dann auch mit verpackt. Ich fand das großartig dargestellt, muss ich wirklich sagen. Eben haben wir den Adel angesprochen. Ne? Es geht ja auch mit um eine Contessa. Ne, es geht um einen ja, doch immer gut mit Aufträgen versorgten Paparazzi, der auch aus adligem Haus ist. Wir haben einen Geheimdetektiven oder einen Detektiven mit dabei. Wir haben einen potenziellen Elternmord mit drin. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele spannende Elemente, die wirklich viel Gewicht mit reinmachen. Ne? Also viele verschiedene Handlungsstränge und Andeutungen, die sich nachher gut zusammenführen. Ne? So ein bisschen wie bei Mississippi Gumbo, desto mehr drin ist und desto länger man es kocht, desto besser schmeckt es am zweiten Tag. Ich fand das Buch großartig. Allerdings habe ich ganz, ganz lange gebraucht, und das ist auch einer der spannendsten Elemente, um den Titel zu verstehen. Ne? Und liegt schon was auf den Lippen. Ich weiß jetzt, Lisanne, weißt du, wann das Element im Roman auftaucht? Ist das so spät? So spät ist das gar nicht. Ja, im ersten Drittel. Mhm. Ich glaube, nach der Schwarzen Messe. Okay. Ja, es ist nach der Schwarzen Messe. Ich hatte eben schon ein Interview, ich könnte euch gleich die Seite sagen, wenn ihr wollt. Nee, aber es ist tatsächlich ja schon so, dass der Titel muss gefunden werden im Buch. Und das ist euch auch sehr gut gelungen. Ich bin total dafür, dass man Titel nicht sofort verstehen muss. Also das ich finde es eigentlich ganz schlimm, wenn man ein Buch in die Hand nimmt und sofort schon das ganze Buch kennt. Also durch den Titel, durch die ersten drei Seiten. Das ist ja mittlerweile, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Kundenrezensionen oder Leserrezensionen lese bei Amazon oder sonst wo, da kommt dann immer gerne so dieses Argument oder dieser Punkt, dass jemand sagt, ja, ich habe aber erstmal gar nicht verstanden, in welche Richtung das geht und was denn der rote Faden ist und wo denn das hingeht und so weiter. Und ich denke immer, seid doch froh, weil wenn ihr nach 5 Seiten wisst, wo das Buch hingeht und wo es hin will, finde ich persönlich, das stinkt langweilig. Und das betrifft auch den Titel. Ich finde, das muss, das darf sich gerne beim Lesen dann irgendwann mal erschließen, worum es da geht, aber nicht sofort beim ersten Blick aufs Cover. Auch das ist euch gut gelungen und tatsächlich war es für mich ein Aha-Moment. Kennt ihr das? Ihr habt ein Buch in der Hand und lest und plötzlich macht so, ach so. Ne? Und das war für mich tatsächlich ein richtig guter Moment, einfach beim Lesen, wo ich gedacht habe, jetzt wird's rund. Ne? Und dann kommst du auch noch mehr in den Drive rein. Sehr, sehr spannendes Buch. Ich kann es wirklich allen nur ans Herz legen. Ne? Imperator Kai Meyer, Lisanne Soburg. Ein spannender Roman mit sehr, sehr vielen historischen Korrekten, das muss ich auch noch nur loben, Bezügen. Da steckt viel Arbeit drin, viel Recherche und vor allem steckt da ganz, ganz viel Lust beim Schreiben und beim Lesen drin. So, jetzt bedanke ich mich bei euch und würde den Rest nochmal ins Podium rufen, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen allgemein talken. Also, wenn denn die Liza wieder zu uns kommen möchte und der Boris, ich hoffe, ihr habt die ganze Zeit noch mitgelauscht, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen talken. Seid ihr bereit dafür? Immer. Sehr schön. Jetzt habe ich hier drei sehr, sehr unterschiedliche Bücher in der Hand gehabt und gelesen und war begeistert.
allen dreien muss ich nochmal ein Kompliment machen für das Coverdesign. Das macht nämlich Spaß, ne? Und ich mag es immer, wenn ich ein Buch anfassen kann und es gefällt mir direkt schon auf den ersten Blick. Ich brauche das. Und ich bin auch tatsächlich einer der Menschen, die an Büchern riechen. Vielleicht so ein kleiner Tick, aber ich brauche das. Ein Buch muss riechen. Ich habe auch sehr viel Mühe mitgegeben mit dem Coverdesign. Finde ich cool. Also finde ich wirklich cool. jetzt nochmal zurückgesprungen, aber allen drei Büchern ist noch etwas gleich, denn es ist ein klimaneutraler Druck und eine klimaneutrale Auflage. Fand ich cool. Ne? So für mich mit grünem Herzen ist das ganz wichtig. Finde ich toll. Es ist sehr, sehr froh, dass ihr euch dessen angenommen habt. War das eine bewusste Entscheidung von euch? Ha, jetzt müsst ihr aus der Ecke raus. Ist das, also ganz ehrlich, ist das nicht Standard mittlerweile? Leider nein. Okay. Also bei Trömer Knauer ist das Standard. Das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ihr tragt das auch alle mit im Herzen. Also ja, die finde ich super. Also die nachhaltige Ausrichtung auch im Bereich der Literatur finde ich klasse. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich ist tatsächlich für mich mit Kaufanreiz sowas. Ne, finde ich super. Das finde ich sehr wirklich, schön. Finde ich wirklich super. Jetzt machen wir einen kleinen Bogen, kurz mal weg von meinem grünen Herzen hin zum allgemeinen Punkt der Fantastik. Der Fantastik hängt schon seit vielen, vielen Jahren und vor allem auch seitdem ich mich damit beschäftige, immer so dieser Punkt mit an der Trivialliteratur, der ist halt Fantastik, ne? Und da gibt es irgendwo schon noch irgendwo einen Platz auf der Messe. Allerdings empfinde ich das natürlich auch aufgrund meiner persönlichen Profession ein ganz kleines bisschen anders. Denn schauen wir uns den Weltmarkt im Bereich der Filme und auch der Serien an, was dort an Fantastik gedreht wird, jetzt nicht im literarischen Segment, aber was eben viel literarische Vorlagen hat. Was im Bereich Gaming passiert, hat fast alles literarische Vorlagen, nehmen wir zum Beispiel den Witcher oder ähnliche Spiele mit raus. Und das heißt, Fantastik ist ja mittlerweile schon ein wirklich mit Markt entscheidender Faktor geworden im Bereich der Literatur. Es ist aber auch tatsächlich inhaltlich ein ganz, ganz großes Gewicht geworden im Bereich der Literatur. Wie seht ihr denn so die Veränderung der Wertigkeit der Fantastik in der öffentlichen Wahrnehmung? Als viel Text, ne? Leiser, willst du einsteigen? Also, ja, weil da brennt schon so ein Feuer in mir, wenn unterschieden wird zwischen Trivialliteratur und Literatur, weil für mich sind Geschichten, können beides sein. Sie können unterhalten sein und sie können zum Nachdenken anregen, wenn man diese Unterscheidung aufmachen möchte. Es gibt Bücher, die können beides und Trivialliteratur, sagt man ja nach, sind halt nur was fürs Herz. Und das finde ich schon so abfällig, dass ich mich einfach aufregen möchte, weil was gibt es denn Schöneres, als wenn jemand mein Buch liest und sagt, ich hab mich da gut gefühlt, ich habe mich da zu Hause gefühlt. Deswegen habe ich ja so viele Anspielungen auf andere Fantasy-Geschichten, weil ich nichts Schöneres finde, als zu sagen, ich habe da ein Zuhause für Menschen geschaffen. Und wie kann man denn dann sagen, es ist halt keine Literatur? Das verstehe ich nicht. Nee, lieber Literaturbetrieb, nein, ich möchte das einfach nicht. Und so viele gesellschaftlich wichtige Fragen werden aktuell in der Fantastik, in der Literatur ausgetragen. Allein das Thema Diversity ist in der Fantastik seit Jahren wird es da durchdekliniert. Und jetzt kommt plötzlich irgendwie... Warte ein bisschen, ja, finde ich gut. Und jetzt kommen irgendwie andere Genres und sind so, ach, die Figuren müssen gar nicht alle weiß und heterosexuell sein. Das ist ja mal was Neues. Verstehe ich nicht. Entschuldigung, Randende. Kai, sag du was, du bist immer so klug. Komm, sag das, was Leiser, ich gesagt habe, in eloquent. Leiser, wir reden gleich auch noch über Populärkultur und Hochkultur. Dann darfst du wieder einen vorlegen, aber dann übergebe ich jetzt auch sehr, sehr gerne an Kai. Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mit so viel Feuer nochmal sagen, wie du das gerade gemacht hast. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich ja schon in dem betagten Alter bin, dass ich noch mitbekommen habe, als die Verlage keine Fantastik machen wollten, beziehungsweise Fantastik aus Deutschland nicht so gerne machen wollten. Und es da wirklich nur ein, zwei Autoren gab, die das quasi durften, in Anführungszeichen. Und wir anderen
mussten das quasi tarnen als historische Romane oder als Gott weiß was oder mussten es eben im Heftroman schreiben. Aber diese Zeit ist ja mittlerweile doch eine ganze Weile her. Also das war jetzt in den 90ern und davor. Ich glaube, das hat sich sehr geändert seit Anfang der 2000er, als die Verlage entdeckt haben, dass dicke amerikanische Fantasy-Romane viel zu teuer in der Übersetzung sind und man doch lieber mal hingeht und deutsche Autoren dicke Fantasy-Romane schreiben lässt. Und dann gemerkt hat, oh, das kann ja plötzlich sehr erfolgreich sein. Also da sind ja dann wirklich Leute wie Bernhard Henn, Markus Heitz und viele andere. Kai Meier. Ja, bei mir ist es noch ein bisschen anders, weil ich ja so über das Jugendbuch reingeflutscht bin in die ganze Geschichte. Und also in die Fantasy, in das Fantasy-Genre. Und man es da schon einen Tick früher durfte. Also so ein, zwei Jahre früher ging das schon. Aber in der, ich sage jetzt mal, Erwachsenenliteratur, und auch darüber könnte man natürlich jetzt lange diskutieren, ob das richtig ist oder nicht, aber in der Erwachsenenliteratur war es wirklich so ab Anfang der 2000er. Und das hatte tatsächlich damit zu tun. Ich glaube, mittlerweile, um das abzuschließen, sonst rede ich da doch noch eine Stunde drüber, ich glaube, mittlerweile ist es aber tatsächlich nicht mehr so schlimm. Also meine Bücher sind eigentlich, zumindest einzelne davon, auch im Feuilleton besprochen worden. Also ich glaube, die Scheuklappen sind noch da, aber sie sind nicht mehr ganz so groß im Literaturbetrieb. In anderen Bereichen der Kultur mag das nochmal ein bisschen anders sein. Ja, da gebe ich dir recht. In anderen Bereichen der Kultur ist es tatsächlich anders, insbesondere bei der Kulturförderung der darstellenden Künste und auch der Veranstaltungen zählt die Fantastik wirklich immer noch zur Randerscheinung. Aber du hast es eben so schön gesagt, und das möchte ich gerne mal als Überleitung nehmen zur Lisanne, die Besprechung von Fantastik im Feuilleton. Sind wir mittlerweile im Bereich der Fantastik wirklich so weit, dass wir kritisch betrachtet werden oder ist mehr die Kritik Grund der Betrachtungsweise? Diese Frage kriege ich wirklich. Dazu muss ich erstmal sagen, also Feuilleton lese ich gar nicht. Ich war schon mal in die, ja, ich will nicht Trivialecke zu sagen, aber schon ein bisschen zu stellen. Deine Frage ist, ob Fantasy nur besprochen wird, wenn sie kritisiert wird? Ja, so können wir es auch sagen. Also im Feuilleton, ich weiß gar nicht, passiert das im Feuilleton? Liest das jemand von uns? Lieber? Ja, schon. Das liegt am Alter, glaube ich. Ja. Nein, also da wird fantastisch. Was willst du mir damit sagen, Kai? Nein, wobei, also ich glaube, im Moment wird im Feuilleton, also was weiß ich, ich lese jede Woche die Zeit zum Beispiel, und die besprechen wenig fantastische Literatur und wenn, dann mögen sie nicht. Exakt. Aber sie besprechen durchaus mal fantastische Serien, Fernsehserien, weil das natürlich gerade irgendwie das große Trendding ist. Und die mögen sie dann auch mal irgendwo. Also es wird zumindest dann mal so, es ist nicht so ein Totalverriss. Oder es wird dann irgendwie mal erwähnt, dass das ja irgendwie nicht so ganz schlecht ist. Also ich glaube, da ist es gerade, da geht das gerade, da funktioniert das im Feuilleton. Bei den Büchern ist es schwierig, wobei es natürlich auch gar nicht so, also Feuilleton ist ja ein sehr weiter Begriff. Also es gibt Feuilleton in diesen wirklich, diesen Dingern wie Zeit und Spiegel und so weiter, aber es gibt natürlich auch Feuilleton in den kleineren Zeitungen, in den lokalen Zeitungen und die sind sehr viel offener. Also meine Bücher werden regelmäßig zum Beispiel in der WAZ ist das besprochen und wirklich klug besprochen und das ist natürlich eine Riesenzeitung, aber es ist was anderes als jetzt sowas wie vom Anspruch her als die Zeit oder andere. Also ich glaube, die Kritik findet statt und sie findet hin und wieder auch mal positiv statt, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig. Ja. Dem Boris brennt es auch schon die ganze Zeit auf den Lippen. Ich würde schon sagen, dass die Fantastik schon besprochen wird. Also ich kann es jetzt, bei mir war es so, dass es tatsächlich leichter war mit den Kinderbüchern, Kinder- und Jugendbüchern. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und da wollte ich sagen, die werden auf jeden Fall besprochen, auch sehr positiv. Jemand wie Cornelia Funke kommt immer ins Feuilleton und quer, würde ich behaupten. Ich habe jetzt nicht alle Zeitungen hier, aber so durch irgendwie
verschiedene Überblicksartikel, also so den Volltext-Newsletter zum Beispiel, kriegt man ja so ein bisschen am Rand mit, was breit besprochen wird. Ich glaube, dass Stephen King auf jeden Fall besprochen wird. Auch nicht jedes neue Buch, aber auch häufig positiv. Der hat 30 Jahre mit einem schlechten Ruf gelebt, aber seit der Anschlag, also die letzten 10 Jahre, wird ihm sehr viel zugetraut. Also, und er wird breit. Entschuldigung, aber da hat er auch sehr viel weniger Fantastik geschrieben in den letzten Jahren. Spielt eine Rolle, aber ich wollte auch noch zur Fantastik sagen, je nachdem, wie definieren wir jetzt Fantastik, was in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr breit akzeptiert wird, ist alles, was nahe Zukunft Science Fiction ist. Und das habe ich jetzt bei Kathleen zum Beispiel gesehen. Also meine Partnerin Kathleen Weinser schreibt auch, hat ein Science Fiction geschrieben. Und da konnte ich gerade sehen, dass die im Hamburger Abendblatt besprochen wurde, dass die im MDR in der großen Literatursendung besprochen wurde. Und das ist Science Fiction, das 100 Jahre in der Zukunft spielt. Aber bei ihr spielt der Bergbau, Asteroidenbergbau eine Rolle. Also ich glaube, und sie hat auch im Literaturinstitut studiert. Und ich glaube, im Feuilleton achten die noch auf eine andere Art, auf Sprache und Spiel, anders als in Leserrezensionen, sagen wir es mal so, weil die Kai erwähnt hatte sowas, das Feuilleton achtet sehr auf einen ausgeprägten Stil. Und dann was eben politisches, menschenbeobachtet, psychologisches, gesellschaftlich relevante Themen oder sowas. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist alles, was Nahzukunft-Science-Fiction ist, immer wieder, also egal ob Hillenbrand, ob Julie C. mit ein, zwei Romanen, die sie gemacht hat, das taucht immer wieder im Feuilleton auf. Und das ist ja auch Teil der Fantastik. Und 1984, jetzt immer mit Neuauflage und sonst was, jedes Jubiläum, Farm der Tiere, all diese Bereiche werden abgedeckt und die gehören ja irgendwie zur Fantastik. Und das ist, wenn man die Grenzen so genau zieht, dass man sagt, Bücher aus speziellen Fantastikprogrammen, dann ist das vielleicht so. Aber wenn man sagt, alles, was inhaltlich sich mit Fantastik auseinandersetzt, da wird immer wieder was besprochen, finde ich. Also in meiner Beobachtung. Und was wir aber noch sagen müssen, wir mögen alle die Fantastik, darum sitzen wir hier. Aber wenn wir auf die Bestsellerlisten gucken, müssen wir uns auch eingestehen, dass wir vielleicht bei Serien und Filmen das Genre sehr weit ist. Aber wenn du die Bestsellerlisten anguckst, sind die Fantastiktitel dort wirklich, wirklich selten. Und das bedeutet, in der Relevanz sind wir auch als Gesamtgenre unbedeutender als der historische Roman, der Krimi, der Thriller und vielleicht auch ja, Liebesroman, also in der Menge. Liebesromane dürften aber auch wahnsinnig wenig besprochen werden, würde ich sagen. Also gegen Liebesroman verlieren wir alle. Ja. Immer wieder. Nee, Quatsch, aber tatsächlich, ich möchte einen Aspekt aufgreifen. Fantastik ist eine Frucht, die reifen muss, insbesondere in der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die wenigsten Adaptionen, die er jetzt in Filmen oder in Serien findet, sind vor einem Jahr auf den Markt gekommen und wurden dann direkt in eine Serie umgesetzt, sondern das ist etwas, was wirklich gefunden werden muss und muss dann transportiert werden, etc. pp. Ich glaube auch tatsächlich, die Betrachtungsweise auf einen Schreibstil oder ein Genre ist mit einem historischen Kontext immer zu sehen. Oder mit einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Es gab ja mal die Kampagne, auch Goethes Faust ist Fantastik. Ich würde es sogar noch auf Shakespeare ausdehnen. Das sind auch fantastische Elemente überall mit drin. Und deshalb ist immer die Frage, wie ausgestaltet ist ein Werk im Bereich der Fantastik? Oft wird eben Fantastik auch auf den Bereich der Mittelerd-Fantastik, ne, also Elfen, Zwerge, Trolle, ne, reduziert. Das ist der griffigste Kontext, mit dem sich noch viele Kritikerinnen und Kritiker auseinandersetzen. Aber ich glaube, die Fantastik gewinnt immer mehr an Wert. Eure Werke werden immer mehr gesellschaftlich anerkannt. Die Masse der Fans wächst und der Zuspruch wächst. Das ist das, was ich über die letzten Jahre beobachten konnte. Denn wie könnte es sonst zu solch einem Talk kommen, wie wir ihn heute machen? Wollt ihr denn vielleicht noch gerne zum Abschluss alle persönlich eine Lanze für die Fantastik brechen? Was ist denn für euch das, was die Fantastik am meisten auszeichnet? Liza, möchtest du starten? Für mich zeichnet Fantastik Eskapismus aus, und zwar auf eine sehr, sehr gute Weise. Und was Fantastik, finde ich, kann, was vielen anderen Genres schwer gelingt, ist auf einer Seite Eskapismus und gleichzeitig Gesellschaftskritik zu verbinden.
Du Boah, willst das klang unbedingt... so eloquent. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, du willst in Feuilleton rein. Das ist, ich merke es schon. Ich habe auch Germanistik studiert. Ich habe Germanistik studiert. Gib mir das Pluspunkte beim Feuilleton. Abgebrochen. Du warst fertig geworden, hat dir wahnsinnig viel Pluspunkte, bringt das bei mir. Kai, möchtest du nachlegen? Ach Gott, für mich ist es eigentlich eher auch so eine Sache der Farbigkeit. Also ich habe das schon tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal. Ich finde immer, als Fantastikautor hat man einfach mehr Farben auf der Palette, mit der man malen kann, mit der man arbeiten kann. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die realistische Literatur arbeitet nur in Schwarz-Weiß, weil das stimmt auch nicht. Das ist manchmal gesagt worden, das stimmt nicht. Aber wir haben natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten, also für Metaphern, für Symbole, für Bilder. Also von daher ist es, glaube ich, einfach wirklich eine Frage der Ausgestaltung der Welt, über die man da schreibt. Und mit Welt meine ich jetzt nicht zwangsläufig eine fiktive Welt wie Mittelerde, sondern einfach die Welt des Romans oder die Welt der Geschichte, die wir da schreiben. Die kann man einfach mit den Mitteln der Fantastik und mit den Farben der Fantastik einfach sehr viel bunter und vielfältiger gestalten. Dankeschön. So, Lisanne. Ja, für mich ist es so dieses Grenzenlose, dass theoretisch alles möglich ist. Das heißt nicht, dass auch alles passiert, aber alles könnte passieren. Und für mich ist es auch, vielleicht nochmal, um weiter auszuholen, also ich finde, die Fantastik wird oft als so was Nischiges hingestellt. Und für mich war sie das tatsächlich nie. Für mich war Fantastik immer mein Hauptgenre, weil ich davon umgeben war. Das ist einfach meine Generation, glaube ich, also Lisas Generation ja auch. Wir sind mit Harry Potter aufgewachsen. Das war so, das war das Ding. Jeder hat das gelesen. Jeder kannte das. Und ich habe auch in der Schule, glaube ich, mehr Fantastik besprochen als Nicht-Fantastik. Und ich weiß noch, in der 7. Klasse, da stand plötzlich im Klassenraum hinten so ein hässlicher Aluschrank. Aber in diesem Aluschrank war unsere neue Klassenbibliothek. Da war Cornelia Funke drin, also ihre Bücher, nicht sie selber. Und Artemis Fowl. Und von Kai waren Bücher drin. Das hat mich auch weiter reingezogen. Aber ich war da schon vorher drin. Darum ist es gar nicht so ein Nischenthema für mich. Und ich fand das unglaublich schön, einfach zu sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich habe immer nach diesen Büchern gegriffen. Denn das ist, ja, vielleicht ist es der Eskapismus. Also alles andere kannte ich ja gefühlt von mir selbst schon. Was da so an Jugendliteratur drin steht, die drin stand, die nicht fantastisch war. Das war nichts Neues mehr. Das war sehr schön. Boris, kannst du das toppen? Nee, ich kann es erweitern. Ich kann sagen, ich bin einfach zu alt dafür, für diese Erfahrung. Das heißt, bei mir war es Karl May und 3 Fragezeichen, was so diese Kindheit um dieses 4., 5., 6. Klasse rum war. Und dann kam der Hobbit dazu und die unendliche Geschichte. Ich bin in dem Alter, wo ich dann, ich glaube in der 6. Klasse, kam der Kinofilm raus oder sowas. Ich habe davor das Buch gelesen. Und es gab Momo, also es gab so diese Einzelwerke, aber als Serien diesen Harry Potter-Impact, den hatten wir gar nicht. Und ich glaube, das ist jetzt auch mitprägend für, dass im Feuilleton sich was ändert oder allgemein, das ist eine Generation, die ist breit mit Fantastik aufgewachsen, während wir eigentlich in der Kindheit realistische Sachen gehabt haben, plus dann eben unendliche Geschichte, Momo vereinzelt, dann kam der Hobbit, es gab Krabbat, es gab natürlich auch was. Im Kinderbuch wirklich gab es natürlich noch viel mehr, da sind die Leute immer schräger und seltsamer. Also da ist es normal, wenn Pippi Langstrumpf übermenschliche Kräfte hat, ist alles okay. Also das später kippt das ja. Und ich glaube, ich mag die Fantastik extrem auch von diesem Kinderbuchbereich. Also dieses alles zu können und das ist selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, diese Verbindung, wo ich mag alle Genres. Ich lese quer, ich mag alles quer. Aber in der Fantastik schätze ich eben besonders diese symbolische Ebene, die wir reintun können. Wir können ein Wesen, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst das Einhorn nehmen und es ist das Gute. Und in der Wirklichkeit glaube ich nicht an das Gute. Es existiert nicht das absolute Gute und nicht das absolute Böse. In der Fantastik können wir das machen. Wir können so Figuren, die irgendwas machen, also wir können philosophische Fragen anlegen an einzelnen Figuren. Das ist natürlich, du kannst die Gefahr haben, dass du dann dich verrennst und das sehr plakativ machst und machst dann Schwarz-Weiß-Bild, aber die Möglichkeit, die du durch die Fantastik hast, auch in so das Abstrakte zu gehen, so auch wie
wie Tolkien, dem man das immer unterstellt hat, der aber die Frage nach Macht gestellt hat und tatsächlich gesagt hat, jeder, der sesshaft ist, wird korrumpiert, Macht korrumpiert. Und das hat er an dem Ring so exemplarisch durchgerannt, dass eigentlich von den Zauberern nur Gandalf sicher ist, weil der immer unterwegs ist, während Saruman, der ist sesshaft, wird sofort korrumpiert. Und Schlangenzunge, und du hast diese Fragen nach Macht anhand von einem fantastischen Element gestellt, und dann kannst du weiterdenken. Es erfordert aber, glaube ich, die Fantastik, wir haben die Möglichkeit, so eine Spielwiese hinzustellen, einen Gedanken anzustoßen in übertrieben, in größer, in breiter, in bunter, in was auch immer. Und dann erfordert es aber von dem Leser diese Denkleistung oder den Umkehrschluss, daraus was mitzunehmen für seine reale Welt, weil er lebt in der realen Welt. Also du musst das transferieren können. Und wenn du es nicht kannst, es ist einfach nur ein Spiel. Und einfach nur ein Spiel kann großartig sein. Das ist ja auch gar keine Frage. Das ist einfach, wenn was Spaß macht, es ist einfach für Spaß für einen Abend gehabt, ist auch toll. Wenn du aber was mitnehmen willst, musst du das praktisch so verpacken, dass der Leser es wieder entpacken kann. Und wenn du das kannst, dann kannst du in der Fantastik wahnsinnig viel erreichen. In dieser Wucht, die auch schon Kafka gekonnt hatte, in der Strafkolonie ist immer noch das Schlimmste, was ich je gelesen habe, im positiven Sinn. Also das hat so eine Wucht und ist so unglaublich und es ist nicht realistisch. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das kann die Fantastik leisten oder das, was über die Realität hinausgeht, also über den Realismus, über den Einfachen. Und darum liebe ich das Genre. Wow, danke. Das waren jetzt vier leuchtende Fackeln für die Fantastik. Ich kann für meinen Teil nur sagen, die Fantastik hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ihr als Autorinnen und auch als Autoren habt mir erklärt, wie eine Welt zwischen Gut und Böse aussehen kann, welche fantastischen Möglichkeiten man sich als Kind, als Jugendlicher nur träumen kann. Und dafür möchte ich euch Danke sagen. Macht weiter so. Danke auch für heute, für eure Zeit. Danke für diese drei fantastischen Bücher. Und ihr da draußen, liebe Leserinnen und Leser, Talus, Narrenkrone, Imperator. Ran an den Speck. Viel Spaß weiterhin bei der Frankfurter Buchmesse. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.